Die spielerische Herausforderung auf diesen alten Instrumenten ist die, dass man eben keine Korrekturhilfen hat und dass man alle Töne mit der Körperspannung, mit der Lippenspannung, mit dem Körpertonus erreichen muss und spielen muss. Und das macht es auch entsprechend dann schwierig, dass man wirklich nur mit seinem Luftstrom, mit seiner Atmung auf der Bühne steht und das Instrument zum Erklingen bringt.